Es wird sich nichts mehr ändern, meine Damen und Herren. CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne und auch die AfD, das sind Einheitsparteien. Und wir mixen diese fünf Parteien, zumindest die AfD bis jetzt ja noch nicht, die mixen wir immer wieder neu in der Regierung. Seit 40 Jahren. Ich mache seit 31 Jahren Kabarett über dieselben Themen. Ich mache seit 31 Jahren Kabarett über Rente, über Gesundheit, über Staatsverschuldung, über Arbeitslosigkeit, über Steuergerechtigkeit, über Bildungsproblematik. Das sind so zentrale Themen in einer Gesellschaft. ADAC hat mich jetzt nie so wirklich interessiert. Jetzt zeigen Sie mir einen einzigen Bereich, wo diese fünf Parteien, CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne, in den letzten 30 Jahren für den Großteil der Bevölkerung irgendwas verbessert haben. So, mit der Rente anfangen? Nee, lieber nicht, da fangen wir an zu weinen. Bildungspolitik lassen wir auch weg, ne? Das ist auch, nee, nicht wirklich. Aber was ist mit dem Gesundheitswesen? Da haben wir eine Reform nach der anderen gehabt, ne? Gesundheitswesen, da Jahrhundertreformen haben sich da gestapelt. Wo ist es eigentlich besser geworden? Im Krankenhaus, in den Praxen, für die Ärzte, für die Patienten? Ist es fürs Personal besser geworden? Ist es im Pflegeheim besser geworden, im Altersheim? Wo ist es besser geworden? Helfen Sie doch mal, Sie wählen die doch immer wieder. Was ist mit den Arbeitslosenzahlen? Haben wir mehr oder weniger Arbeitslose als vor 30 Jahren durch die Politik von CDU, CSU, SPD, FDP und Grünen? Haben wir mehr oder weniger Staatsschulden als vor 30 Jahren durch die seriöse Haushaltspolitik von CDU, CSU, SPD, FDP und Grünen? Was mit der Steuergerechtigkeit? Wie oft haben die schon versprochen, das Steuersystem gerechter zu machen und transparenter? Ich kann es kaum noch erkennen. Helfen Sie mir, ich gebe Ihnen 6 Wochen Zeit für die Recherche. Und Sie dürfen auch den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages in Anspruch nehmen. Es kann sich nichts ändern, meine Damen und Herren. Die haben sich diesem kapitalistischen Wirtschaftssystem verschworen. Wir sitzen einem Zug und rasen auf einen Abgrund zu. Wie der Abgrund aussieht, das wissen wir, wenn wir ehrlich sind. Das sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist Kapitalismus im Endstadium. Das können Sie da besichtigen gehen. Da müssen Sie jetzt aber nicht nur in Manhattan rumlaufen oder in Disneyland, da müssen Sie mal in die Außenbezirke von New York fahren oder von Los Angeles. Sie kommen nicht zurück, aber da wissen Sie, was da los ist. Die USA ist eine komplett entsolidarisierte Gesellschaft. Das ist Kapitalismus im Endstadium. Die Reichen haben sie in speziellen Vierteln verschanzt mit Zugangscodes und Wachpersonal. Die haben ihre eigenen Unis, ihre eigenen Krankenhäuser, eigene Schulen, Kindergärten. Die Mittelschicht hat sich komplett aufgelöst in der letzten Krise. Die brauchen inzwischen 2 Jobs parallel, um leben zu können. Ab dem dritten 8-Stunden-Job brauchen sie auch keine eigene Wohnung mehr. Da sparen sie richtig Geld. Das Unterdrittel sitzt komplett im Dreck. Die sind entweder ganz obdachlos oder sitzen in Wohnvierteln drin, wo sich keine Polizei mehr reintraut. Die einzige sozialpolitische Maßnahme ist Wegsperren. In den USA sitzen pro 1000 Einwohner mehr Menschen im Knast als in jedem anderen Land der Welt, inklusive Nordkorea und China. Und obwohl so viele Menschen in den USA eingesperrt sind, ist übrigens ein Geschäftsmodell, private Gefängnisse, da kann man richtig Geld mit verdienen, obwohl so viele eingesperrt sind, ist die Haupttodesursache für junge Amerikaner Mord. Jedes Jahr werden über 30.000 Amerikaner auf offener Straße erschossen. Das sind über 80 am Tag. 80 Tote am Tag, das nennen die im Irak Bürgerkrieg. Das ist in den USA auch. Kapitalismus im Endstadium ist Bürgerkrieg. Nur, dass nicht die Armen gegen die Reichen kämpfen, sondern die Armen schießen sich gegenseitig über den Haufen mit den Waffen, die die Reichen ihnen noch verkauft haben. So wie wir das mit Afrika machen. Das ist Kapitalismus. Teile und herrsche. Dividende et impera. Prozent der amerikanischen Medien sind in der Hand von 5 reichen Familien. Die haben den Stacheldraht so perfekt durch die Köpfe der Menschen gezogen, die lehnen sogar Politiker ab, die ihnen eine Krankenversicherung besorgen wollen. Und auf diese entsolidarisierte Gesellschaft, auf diesen Abgrund rasen wir zu. Und unsere Politiker sagen, wir können den Zug nicht aufhalten. Und dann sagen wir, können wir vielleicht die Schienen so am Abgrund langlegen, so eine kleine Kurskorrektur, und die sagt die Merkel, die Richtung ist alternativlos. Aha, wir können den Zug nicht anhalten, wir können die Richtung nicht bestimmen, wozu gehen wir wählen? Ah, ich weiß wieder, wir dürfen den Lokführer austauschen. Alle 4 Jahre, das ist lustig. Und da machen die Medien sich aber auch Mühe, das muss man mal sagen. Da organisieren die alle 4 Jahre eine Richtungswahl auf einer einzelnen Schiene. Und wenn wir ganz rebellisch sind, tauschen wir den Lokführer aus und sagen, halt Kurs, gib Gas. Wir müssen den Zug anhalten. Ne? Wir müssen den Zug anhalten und diskutieren, wie wir wirklich leben wollen. Wie wollen wir in Deutschland leben, wie in Europa, wie soll die Welt weiterleben? Was brauchen wir? Was brauchen wir nicht? Brauchen wir Banken, die 26% Eigenkapitalrendite haben? Darf man mit Geld mehr Geld verdienen als mit Arbeit? Soll es eine private Krankenkasse ohne gesetzliche Nebeneinander geben?
dass einige Leute sich für billiger Geld besser versichern können als andere für mehr Geld. Das sind alles Diskussionen, aber die können Sie nicht im fahrenden Zug führen. Da muss man erstmal aber den Zug anhalten gegen Willen des Lokführers, das geht nur mit der Notbremse. Und das will der Deutsche nicht. Notbremse ist zu unkalkulierbar. Das ist, da kann der Kaffee über die Hose schwappen, da kann alles passieren. Dann lieber Abgrund, da weiß der Deutsche, was kommt. Das ist sicherlich. Außerdem hoffen ja 80% der Zeitungsleser, dass sie im letzten Waggon sitzen, der oben an der Kante hängen bleibt. Und dann kommen die Leute und sagen, was wäre denn die Alternative? Tja, die Alternative? Die Alternative wäre vielleicht ein zinsfreies Wirtschaftssystem. Das ist doch alles schon mal durchgerechnet worden von Leuten. Das kann man auch finden im Internet. Müssen Sie aber selbst nachsuchen. Muss man googeln. So Begriffe muss man googeln. In der Zeitung finden Sie da nichts drüber. Sie müssen sich selber im Internet informieren mit Stichworten, bevor das auch noch alles gesperrt wird. Demokratischer Sozialismus? Was ist damit? Ist noch nie probiert worden. Steht sogar im Parteiprogramm der SPD, aber ganz hinten mit Geheimtinte. Aber das Wort Sozialismus ist natürlich tot, das muss man ganz ehrlich anerkennen. Das ist hier in Westdeutschland überhaupt nicht zu vermitteln. Wir können diese schrecklichen Bilder nicht vergessen, als die Mauer aufgegangen ist. Das ist einfach, ne? Diese gramgebeugten, vom Kommunismus gebrochenen Menschen, diese Elendsviertel mit Zeltstätten, soweit das Auge reichte bis zum Horizont, in den großen Städten, diese Obdachlosen, die langen Schlangen an Suppenküchen angestanden haben. Für eine warme Mahlzeit am Tag, Menschen ohne Krankenversicherung, Menschen ohne Zähne, das waren Bilder. Aus den USA, Entschuldigung, jetzt bin ich gerade ein bisschen durcheinander. Obdachlose ohne Zähne war USA, DDR war ohne Bananen. Entschuldigung. Wir wollen ja mal fair bleiben. Herr Gauck, ich möchte über Wirtschaft reden. Was glauben Sie? Könnte es sein, dass für 50% der US-Amerikaner von heute der Lebensstandard der DDR-Bürger von vor 30 Jahren das Paradies auf Erden wäre, inklusive der Bildungschancen für ihre Kinder? Was glauben Sie, Herr Gauck? Geht es den Rentnern in Griechenland heute besser oder schlechter als den Rentnern der DDR vor 30 Jahren? Das wäre doch mal eine interessante Diskussion. Aber das können Sie knicken. Ich weiß, sobald Sie das Wort Sozialismus erwähnen, sagt sofort ein Deutscher, was soll der Arbeitgeber sagen? Und das ist eine gute Frage. Der Deutsche hat eine Stelle, von der er nicht leben kann, aber die kann er auch noch verlieren. Da kann er immer noch nicht leben, hat aber nicht mal mehr eine Stelle. Man will doch im Kolosseum wenigstens dazugehören. In welcher Funktion ist da inzwischen völlig egal. Sozial ist, was Arbeit schafft, heißt doch eigentlich nur, dass man sie auch als Löwenfutter noch irgendwie gebraucht fühlt. Wer wird mit Angst regiert, meine Damen und Herren? Mit Angst. Wie bringt man Menschen dazu, in diese schwachsinnige Riesterrente einzuzahlen, indem man ihnen Angst vor der Rentenlücke macht? Das ist doch systematisch getrieben worden. Die Rentenlücke ist eine Chimäre, weil das umlagefinanzierte Rentensystem ist das einzig Sinnvolle, das für die Mehrheit der Bevölkerung auch vernünftige System. Und das kann nicht kaputt gehen, wenn man es nicht absichtlich kaputt macht. Die kapitalgedeckte Altersversorgung, die kann kaputt gehen. Komplett. Alles, was ich sparen kann, seinen Wert komplett verlieren. Was in 30 Jahren ist, weiß kein Mensch. Auch die Eichhörnchen finden nur 30% der Nüsse wieder, die sie versteckt haben. Und die werden nicht mal vor Vermögensberatern behindert. Aber die Umlage ist eben nicht, dass man in ein System einzahlt und das dann verzinst wiederkriegt. Man muss es überhaupt erstmal begreifen. Umlage heißt das, was in diesem Jahr erwirtschaftet wird von uns allen. Das wird umgelegt. Nicht im Sinne von getötet, sondern im Sinne von verteilt. Wir verteilen das, was wir erwirtschaften. Auf die, die es erwirtschaften, auf die, die noch so jung sind und auf die, die schon zu alt sind. Denn es sind alle von allen abhängig. Der Chefarzt kann nur operieren, wenn die Putzfrau vorher den OP sauber gemacht hat. So, in diesem System, wenn alle Glück haben, werden sie 80. Dann profitieren sie die ersten 20 Jahre von Ausbildung. 40 Jahre, wenn sie stark sind, tragen sie das ganze System. Und die letzten 20 Jahre profitieren sie wieder von Rente. Und wenn wir alle 90 werden, hängen wir überall noch was dran. Und wer wie viele Jahre, darüber kann man ja durchaus diskutieren. Und der eine ist stark und kräftig und hat Spaß, 45 Jahre lang zu arbeiten, weil es ihm Spaß macht und er kann tragen. Und der andere ist nach 35 Jahren kaputt, weil er vielleicht nicht so gesund ist. Warum soll er weniger Rente kriegen als der andere? Haben Sie Kinder? Verteilen Sie die Essensportion mittags nach den Schulnoten, die wir nach Hause bringen? Was sind das für Sozialvorstellungen, die wir hier haben? Wenn wir eine Schicksals- und Solidargemeinschaft sind, ist die Umlage das einzig Sinnvolle. Und wenn nochmal einer kommt und sagt, ja, es kommen doch heute auf einen Arbeiter 7 Rentner, das kann doch nicht funktionieren, dann sagen Sie einfach, ja, der eine Arbeiter ist 7 mal so produktiv wie vor 30 Jahren. Nur, dass das, was der mehr erwirtschaftet, nicht mehr als Lohn ausgezahlt wird und umverteilt wird, sondern in Form von Zinsen und Dividenden an die Reichen rübergeht. Meine Damen und Herren, 40%.
40%, was wir hier erwirtschaften, fließt komplett in Form von Zinsen, Dividenden und Mieten in die Taschen der Besitzer. Der Anteil, den die Arbeit der Bevölkerung über hat, der wird jedes Jahr immer kleiner. Das ist ja das Verrückte an diesem System. Wenn alle mitmachen würden, wäre das alles überhaupt kein Problem. Denn von diesen 40% müssen sie ja nichts in die Umlage einzahlen. Und die Ärzte haben eine eigene Altersversorgung, die Architekten haben eine eigene Altersversorgung, die Anwälte haben eine eigene Altersversorgung, die Steuerberater und die Wirtschaftsprüfer auch. Alle, die ein bisschen besser verdienen, haben sie sowieso aus der Solidargemeinschaft ausgeklinkt. 27% zahlen überhaupt noch in die Sozialsysteme ein. Das sind die mit den 833 Euro im Monat zum Beispiel. Das kann natürlich nicht funktionieren, wenn davon hinter 80% eine Rente kriegen soll. Wenn aber alle von allem einzahlen, ist das System perfekt. Weil das kann nicht kaputt gehen. Es kann mal gute Jahre geben, haben alle was mehr. Es kann mal schlechte Jahre geben, haben alle was weniger. Aber alle haben immer etwas. Und natürlich muss man auch den Rentnern beibringen, dass es auch mal schlechte Jahre geben kann. Es gibt auch für 70-Jährige keinen Anspruch auf ewiges Wachstum. Aber ich kann das alles 100-mal erklären. Sie gehen nach Hause, lesen einen Zeitungsartikel, die Rentenlücke, die Rentenlücke. Und hat der Deutsche Angst vor dem Schalter der Regierung. Da machen sie das auch Angst vor. Ne? Parteien, die neu kommen, die diskutieren. Och, die ganze kleine Partei. Weimarer, habe ich gar keine Regierung. Das ist ja schlimmer als eine Scheißregierung. Oh. Gar keine Regierung gibt es nicht. Irgendwas geschäftsunfähig führen, es bleibt immer im Amt. Dann hat der Deutsche Angst vor dem Aussterben. Das ist auch so nicht. Oh, der demografische Faktor. Eines Tages sind wir nur noch 40 Millionen Menschen. Wie das geht, aber es ist überhaupt keiner. Wissen Sie, wie viele Norweger es gibt? Die stehen schon auf der roten Liste. Es gibt in Europa jedes Jahr die Umfrage, wo die Menschen halbwegs glücklich und zufrieden sind und sich von ihrem Staat fair behandelt fühlen. Und drei Länder stehen immer an der Spitze der Zufriedenheit. Dänemark, Schweden und Norwegen. Das sind die Länder mit der geringsten Bevölkerungszahl und den höchsten persönlichen Steuersätzen. Der größten Umverteilung. Das, wovor wir Deutschen am meisten Angst haben. Das macht glücklich und zufrieden. Toi, toi, toi. Aber der Deutsche hat Angst vor dem Aussterben. Und die Afrikaner haben schon gesagt, wenn die Deutschen nicht mehr sind, dann wollen wir auch nicht mehr. Und da weiß der Deutsche nicht, wovor er mehr Angst haben soll. Vor dem Aussterben, vor der Rentenlücke, vor dem Schalter der Regierung, vor Al-Qaida. Was wäre das Schlimmste, was es passieren könnte? Das kann ich Ihnen auch noch sagen. Das Allerschlimmste wäre, wenn wir aussterben und es ist noch Rente über. Bis neulich.